Willkommen zurück zu Paddys Golftipps. Heute sprechen wir darüber, was man einem Anfänger erklären würde. Wenn du also unterrichtest oder wenn du deinem Sohn, deiner Tochter oder Enkelkind zeigen willst, wie man Golf spielt, was würdest du einem Anfänger sagen und vielleicht trifft das ja auch auf dich zu? Also ich würde ihnen sagen, lerne einen richtigen Griff und die ersten drei Buchstaben des Wortes Schule. The winner of the gold medal and the champion golfer of the year is Padraig Harrington. Der erste Buchstabe ist S. Das S steht für Swish, also Zischen. Das erste, was du zu einem Anfänger sagst, lass den Schläger so laut wie möglich zischen. Idealerweise genau nach dem Treffer und hör dir diesen Ton an. Lass den Schläger laufen. Leg den Golfball noch gar nicht hin, sobald der Golfball da ist, ist alles gehemmt. Starte mit einem guten Zischen. Ein richtig kraftvoller Tsch durch den Treffer und nach dem Treffer. Okay. Der zweite Buchstabe ist C. Dieser steht für Chest, also für deine Brust. Im Golfschwung versuchen viele, ihren Kopf unten zu halten, besonders die Anfänger. Aber wenn du deinen Kopf unten hältst, dann wird er dir im Weg sein und du wirst dich hochbewegen. Du wirst deine Brust und deine Hüfte anheben und verlierst so richtig Power. Halte also niemals deinen Kopf unten, halte stattdessen deine Brust im Spiel. Was bedeutet das also? Wir wollen kein exzessives Aufrichten der Brust, um eine große Schulterdrehung zu bekommen. Wir wollen eine schöne Schulterdrehung. Wenn du trainierst, dann vielleicht nur ein Dreiviertelrückschwung bis hier und achte drauf, meine Brust bleibt im Spiel. Ich kann mich ein bisschen strecken, aber ich will mich nicht völlig aufrichten bis zur rechten Hüfte. So weit hoch, dass ich mich mit der Brust aufrichte, will ich nicht gehen. Was aber noch wichtiger ist, nachdem wir unseren Rückschwung gemacht haben, die Brust war dabei stabil oder ein bisschen oben, dann starten wir unseren Durchschwung mit unserer Brust nach unten, mit dem Gefühl wie bei einer Kniebeuge und öffnen dann die Hüfte. Und unsere Brust bleibt unten. Und von dort streckst du dich wieder hoch. Aber unsere Brust bleibt während des Schlags unten. Die meisten Anfänger haben diese explosive Bewegung nach oben, aber sie kommen mit ihrer Brust zu früh hoch und deshalb treffen sie die Bälle dann nicht richtig. Leute, die also generell den Ball toppen oder gar nicht treffen, versuchen ihren Kopf unten zu halten und der ist dann im Weg. Im obersten Punkt des Rückschwungs sind sie dann zu weit unten und wenn sie dann den Golfball schlagen wollen, dann müssen sie sich zu sehr aufrichten und treffen somit den Ball nicht. Wenn du auf der Driving Range übst, dann leg den Ball an deiner normalen Ballposition hin und beweg dich dann nach hinten. Leg den Ball hier außen und vorne hin, damit du, wenn du dich zu schnell drehst, ihn erstmal nicht triffst. Du musst also länger unten bleiben. Das ist ein Trainingsdrill. Du wirst normalerweise natürlich nicht aus dieser Position so weit vorne spielen. Wenn das also meine normale Position wäre, Ach komm! Ich zeige dir das jetzt mal mit einem 5er Eisen mit einer normalen Ballposition. Ich lege den Ball nun nach vorne und nach außen. Wenn ich mich jetzt zu schnell drehe oder mich zu schnell hochbewege, dann komme ich natürlich nicht an den Golfball und das hilft mir als Trainingsdrill einfach, unten zu bleiben und mich zu strecken. Der erste Buchstabe war S für Swish, das Zischen. Der zweite Buchstabe war C für Chest, die Brust. Du musst deine Brust runter und die Schulter hochbewegen und dabei bleibst du mit der rechten Seite unten. Schau, wie weit meine rechte Seite im Schlag unten bleibt. Richtig runter, ich richte mich nicht auf und ich falle nicht zu früh zurück. Der dritte Buchstabe ist H. Das H würde ich jedem Golfspieler empfehlen, egal welcher Spielstärke. Das kannst du immer machen und es wird deinem Schwung niemals in irgendeiner Weise schaden und es wird jeden Schlag verbessern, während deines gesamten Lebens. Ich kann eigentlich von nichts anderem im Golf dasselbe behaupten, weil alles andere kann man im Golf übertreiben. Aber das wird dir bei jedem Schlag helfen und keinerlei Nachteil bringen. Das H steht also für Halte dein Finish. Ob du nun einen Putt, einen Chip, einen Bunkerschlag, einen Pitch, ein Eisen oder irgendeinen langen Schlag spielst, wenn du hier oben in ein ausbalanciertes Finish kommst, so richtig auf deiner linken Seite, das gibt dir Konstanz. Das S bringt dir Power und Geschwindigkeit. Das C sorgt für einen guten Treffer, weil du mit Druck runter an den Golfball kommst und deine Brust im Spiel hältst. Und das H gibt dir Rhythmus und Konstanz, weil du bis hierher zu Ende schwingst. Es bedeutet, dass du dich im Schwung richtig bewegt hast. Du bist nicht rechts geblieben, sondern hast dich richtig auf die linke Seite bewegt.
Wenn du ein jüngerer Spieler bist, dann solltest du in der Lage sein, den Schläger in Richtung Ziel zeigen zu lassen. Und schau, ich bin leicht gebogen und die rechte Schulter ist tief und geht dann hoch. Ich finde das schon relativ schwer, mich so zu bewegen, mit beiden Händen am Schläger. Für mich sieht mein Finish so aus. Und wenn du schon etwas älter bist, ist das auch okay, solange du aufrecht ausbalanciert auf der linken Seite stehst. Der Grund, warum wir dieses ausbalancierte Finish haben wollen, weil wir dann sicher sein können, uns im Schwung richtig bewegt zu haben. Du wirst nicht in der Lage sein, dein Finish zu halten, wenn du während deines Schwungs versuchst, ruhig zu stehen und deinen Kopf unten zu halten. Lauter solche Sachen. Dann ist es wirklich schwer zu drehen und in diese Position zu kommen. Wenn ich irgendjemandem, der dieses Spiel spielt und Schwierigkeiten hat, eine Sache sagen sollte, arbeite einfach daran, in ein richtig gutes Finish zu kommen. Das würde so viele Dinge bereinigen, einfach wenn du in diese Position kommst. Dafür musst du so viele Dinge richtig machen. Und das fällt einem immer wieder auf. Jemand, der richtig gute Schläge macht, der hält immer seinen Finish. Der Trick für dich sollte sein, halte immer dein Finish, besonders bei Probeschwüngen. Und zwar keiner dieser nachlässigen Probeschwünge. Mach lieber weniger Probeschwünge und stell dich am Ende richtig hin. Vielleicht für 2 Sekunden. Das wird dir in deiner Konstanz wirklich helfen. Also SCH. Den Griff habe ich ja schon erwähnt und leider ist dies die größte Schwierigkeit, das größte Problem im Golf. Du musst richtig greifen. Wenn du Golf mit einem schlechten Griff spielst, dann wirst du dich nie verbessern. Ein schlechter Griff ist gleichzusetzen mit einem schlechten Schwung. So ist es nun mal. Wenn du einen unorthodoxen Griff hast, musst du dein Leben lang spezialisierten Unterricht nehmen. Weil alle Tipps, die du auf Instagram, YouTube und in Golfmagazinen findest, sind alle auf Leute ausgerichtet, die den Schläger richtig greifen. Du musst also einen richtigen Griff lernen. Lass uns also über den Griff sprechen. Der Griff ist sehr wesentlich. Du solltest den Schläger gut halten können und dabei nicht zu stark zudrücken müssen. Aber der Schläger, wenn jemand versuchen würde, den jetzt zu drehen, dann würde sich alles bewegen. Aber der Schläger würde sich nicht in meine Hand bewegen. Du könntest mir den Schläger nicht rausziehen und ich greife trotzdem nicht fest zu. Ich halte ihn in der gleichen Weise, wie man einen Griff anfassen würde oder einen Koffer anheben würde oder einen Hammer hält oder eine Türklinke. Dann würdest du deine Finger nutzen, um zuzugreifen und danach würdest du deine Handfläche drauflegen. Lass uns den Griff nochmal genauer anschauen. Ein Zeichen für einen guten Griff ist viel Beweglichkeit in den Händen. Wenn ich das mal hier zeige, dieses V zeigt irgendwo zwischen mein Kinn und meine rechte Schulter. Und dieses V zwischen diesen 2 Fingern zeigt wieder irgendwo zwischen mein Kinn und meine Schulter. Du willst nicht, dass sie zu weit nach rechts zeigen, du willst, dass die rechte Hand nicht zu weit nach rechts zeigt. Die linke Hand kann ruhig stark sein. Die linke Hand kann drübergelegt sein, wenn du ein etwas älterer Golfer bist. Also, meine Finger berühren den Schläger als erstes, dann der Ballen meiner Hand. Und der Schläger ist ziemlich weit unter meinem Ballen. Und dann siehst du, wenn ich den Schläger hoch bewegen will, mit einem Finger oder diesen 3 Fingern, dann rastet der Schläger unter meinem Ballen ein. Wir wollen ihn nie hier oben haben, weil dort oben kann ich ihn nicht halten. Und schau, er verselbstständigt sich und rutscht raus. Also versuche ich dann, den Schläger zu erwürgen und ihn festhalten zu können. Wohingegen, wenn ich mit diesen 3 Fingern greife und unter dem Ballen, mit einem Finger 3 Fingern, dann kommt der Ballen drauf, dann folgen der Zeigefinger und der Daumen. Also nochmal, die linke Hand. 3 Finger, Ballen, Zeigefinger, Daumen. Genau so. Und dann die rechte Hand, die ist wahrscheinlich noch wichtiger. Wie ich schon gesagt habe, das Einzige, was dich mit deinem Schläger verbindet, ist der Griff. Wenn du den Griff nicht richtig hinbekommst, dann wirst du dein Leben lang Probleme haben. Und um ganz ehrlich zu sein, würden viele Leute Folgendes sagen. Wenn du alle 3 Monate Golf spielst, dann lohnt sich der Aufwand nicht, deinen Griff zu ändern. Den Aufwand wirst du nie betreiben. Warum auch? Wenn du dich aber verbessern willst, dann musst du auf jeden Fall deinen Griff ändern, weil ein schlechter Griff wird immer zu einem schlechten Schwung führen. Wenn du einen guten Griff hast, vereinfacht das alles und von da an kannst du dich wirklich verbessern. Nun die rechte Hand. Okay. Der Griff liegt wieder in den Fingern, im Endeffekt so, als ob du jemandem die Hand schütteln würdest, in deiner stärksten Position. Wenn du also jemandem die Hand schüttelst, dann bist du in dieser Position. Wenn du etwas hochhebst, dann würdest du es in dieser Position halten. Wir wollen also erst 2 Finger auflegen, die mittleren 2 Finger. Der Ringfinger und der Mittelfinger kommen so drauf und sie sind eng zusammen. Genau, der Ringfinger und Mittelfinger kommen eng zusammen und dann dein Zeigefinger. Okay. Dann der kleine Finger, der kommt bei mir oben drauf. Wenn du möchtest, kannst du den Baseballgriff nutzen.
Der Baseballgriff ist geeignet für schwächere Spieler, die ein bisschen mehr Geschwindigkeit wollen. Und jüngere Spieler können diesen Griff auch nutzen. Er ist ganz komfortabel und er bringt etwas mehr Geschwindigkeit. Wenn du aber sehr schnell schwingst, dann willst du deine Hände enger zusammen haben. Dann würde ich den Harry Warden-Griff empfehlen, bei dem der kleine Finger der linken Hand obendrauf ist. Oder den Jack Nicklaus-Griff, bei dem du Interlock, also ineinander greifst. Das ist alles eine Sache der persönlichen Vorliebe, solange du die Hände nah zusammenbringst. Diese zwei Finger gehen drauf und dann liegt der Griff richtig in den Fingern und nicht in der Handfläche. Kleiner Finger, Ringfinger und von oben drauf.